und herzlich willkommen heute mal wieder zu einem Resümee nach einer Woche raus aus der Lustfalle Online-Esssucht-Programm, die durch mich geleitete Version. Bei mir ist jetzt aktuell Anfang Mai, während ihr im Juli seid. Juli? Ja, ihr seid im Juli. Ich muss mal kurz überlegen. Okay, ich drehe diese Videos ja immer, während die Challenge läuft, weil ich selber immer mega umgehauen bin von den Resultaten, das genauso wie die Teilnehmer zwischen den einzelnen Challenges vergesse. Deswegen macht es Sinn, das alles jetzt zusammenzufassen. Und gleichzeitig mache ich selber ja jetzt auch mit, was ich bestimmt seit mehr als 2 Jahren nicht mehr gemacht habe, weil ich gucken wollte, ob die Raus aus der Lustfalle Challenge in der Schwangerschaft machbar ist. Denn viele Frauen in der Schwangerschaft kommen vom rechten Weg ab, was Ernährung betrifft. Das geht irgendwie in der Frühschwangerschaft los, wenn man zum einen Gelüste bekommt und andere Sachen eklig findet. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass man auch in der Frühschwangerschaft schon auf Alkohol verzichten muss, Kaffee reduzieren muss, Zigaretten absetzen muss oder was auch sonst man immer noch an Drogen vielleicht nimmt oder Genussmitteln man nimmt, dass man dafür dann eine Kompensation finden muss. Gleichzeitig hört man überall, Schwangere brauchen mehr Kalorien. Gleichzeitig kommt dann was eine Challenge-Teilnehmerin von mir jetzt gesagt hat, als sie schwanger war. Ich wollte ja auch, dass man den Bauch sieht. Deswegen habe ich auch so viel gegessen. Also solche Sachen kommen da auch hinzu. Dabei ist es sowohl für Mutter als auch fürs Kind nicht gut, wenn die Mutter zu dick ist oder zu dick wird, also sei es jetzt einfach nur Übergewicht oder sei es sogar ein Gestationsdiabetes, wo man dann das Kind übertragen kann und dann ein 4,5-Kilo-Kind gebären muss und gleichzeitig natürlich, dass die kindlichen Gene auch so prägt, dass sie gegebenenfalls auch eben diese Stoffwechsellage bzw. das Suchtverhalten annehmen und zu wenig Rezeptoren exprimieren, wo man dann mehr Substanz braucht, sodass das Kind dann auch eine größere Chance hat, übergewichtig zu werden. Aber darüber wollte ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Das nur am Rande meiner eigenen Erfahrungen. Ich wollte darüber reden, was mir die Teilnehmer erzählt haben. Denn ich kenne das Programm ja schon. Zu meinen eigenen Erfahrungen komme ich später nochmal, weil ich ja auch in jedem Durchlauf oder bei jeder Ankündigung einer neuen Challenge, die dieses Mal übrigens, ich glaube, am 4. September wieder startet, gefragt werde, kann man das auch machen, wenn man schwanger ist oder stillt? Und deswegen wollte ich es selber mal durchführen, während ich schwanger bin. Vielleicht mache ich es auch noch mal mit, wenn ich stille, damit ich wirklich was dazu sagen kann. Bisher geht es mir ganz, ganz, ganz großartig mit dieser Ernährung im Rahmen der Schwangerschaft. Ich bin jetzt gerade, das ist die Ende 34. Woche. Also ich habe noch 6 Wochen oder so ungefähr. Okay, was erzählen mir die Teilnehmer? Es sind dieses Mal 7 zusammengekommen, genauso viele wie letztes Mal auch. Und auch hier wieder Hälfte übergewichtig, Hälfte nicht übergewichtig. Also es gibt genug schlanke Leute, die so Probleme mit ihrem Essen haben, dass sie das Falsche essen, was sie eigentlich gar nicht essen wollen, dass sie die Kontrolle verlieren, dass sie unter emotionalem Essen leiden und sowas. Als dass der Kurs halt tatsächlich immer Hälfte übergewichtige, Hälfte schlanke Leute bei sich oder in sich hat. Mir hat noch keiner bisher, weil ich es ja auch explizit davon abrate, mir hat noch keiner seine Gewichtsabnahme gebeichtet, nur so Andeutungen gemacht, weil natürlich auch die Übergewichtigen in der Gruppe schon viele Diäterfahrung haben und wissen, wie es sich anfühlt, wie viel Kilos abzunehmen. Und da kommt bisher das Feedback, dass das mehr ist als bei normalen Diäten, was mich natürlich sehr freut, weil die sich gleichzeitig komplett satt essen dürfen, natürlich an den richtigen Nahrungsmitteln. Und eine Teilnehmerin, die mich auch schon sehr lange verfolgt, deren Name mir auch schon lange was sagt, durch Kommentare, ich weiß nicht, ob durch Facebook oder von YouTube oder so, hat mir gesagt, dass sie immer meine, was ich an einem Tag esse, Videos gesehen hat und sich dann dachte, ach, ich wünschte, ich könnte auch so essen. Aber das halt, also über diese Hürde nie drüber kam, bis sie sich mein Buch gekauft hat, raus aus der Esslustfalle, sich das dann durchgelesen hat und auch ein paar der Rezepte ausprobiert hat und dann festgestellt, das ist ja an und für sich ganz lecker. Vielleicht kann ich das doch.
So, und es stellte sich auch daraus, was sich immer rausstellt, die Vorstellung davon so zu essen, wie ich es empfehle, also drogennahrungsfrei, zumindest für 3 Wochen, ist viel schrecklicher, als es tatsächlich zu tun. Diese Zuschauerin bzw. Teilnehmerin hatte überhaupt keine Probleme, der Challenge zu folgen, das Programm durchzuziehen. Es läuft völlig reibungslos. Ein bisschen weniger reibungslos läuft es oft für Leute, die eine Essstörung haben, nicht nur eine Esssucht. Ihr wisst vielleicht, ich unterscheide da. Ich ordne eigentlich Binge-Eater den Esssüchtigen zu, Bulimiker und Anorektiker ordne ich den Essgestörten zu, wobei bei denen definitiv auch eine Esssucht da unten drunter liegt. Aber die bauen da noch was drauf, irgendwas psychisch Gestörtes und ich weiß nicht genau, was das ist, woran das liegt und manchmal weiß ich auch einfach nicht genau, wie ich da dran kommen kann. Bei den Esssüchtigen ist es so, dass die überhaupt kein Problem damit haben, sich satt zu essen an dem challenge-tauglichen Essen, dass sie ihrem Hunger und ihrem Sättigungsgefühl folgen und dann völlig begeistert sind, dass das Essen total lecker schmeckt, dass sie damit satt werden, dass sie wenig Kalorien essen und dass sie Gewicht verlieren ohne große Schwierigkeiten. Die sind völlig vom Donner gerührt, dass das so unproblematisch ist, weil die ja alle schon Diätkarrieren hinter sich haben, weil die alle schon Weight Watchers gemacht haben, Kalorien gezählt haben, irgendwelche sonst was Spezialdiäten, wo man halt immer hungert und immer schwach wird, dann, wenn man zu stark ins Defizit kommt. Und die sind einfach total froh, dass sie essen dürfen, dass es schmeckt und dass sie trotzdem abnehmen. Die Essgestörten hingegen, die haben irgendwie, die trauen sich nicht so richtig. Die trauen sich nicht, sich auf das Essen, auf diese Ernährung einzulassen. Manchmal kommen die aus der Low-Carb-Ecke und haben dann Schiss vor Kohlenhydraten. Manchmal machen die so Sachen wie dann nur Gemüse essen, weil das ja wenig Kalorien hat und dann hat es keine Konsequenzen. Außer natürlich, dass man dann auch zu wenig Kalorien zu sich nimmt und dann viel anfälliger ist dafür, dass einen Drogennahrung wieder verführt. Was man nicht ist, wenn, wie die Esssüchtigen es machen, man morgens, mittags, abends gute Mahlzeiten isst, wo alles an Nährstoffen drin ist, was satt macht. Wenn einem dann ein Stück Torte irgendwo herkommt, dann sagt man, erstens bin ich satt, deshalb nein, zweitens ist gerade Challenge, und auch deshalb nein. Da will ich jetzt nicht ausbrechen. Es ist viel leichter, als wenn jemand essgestört ist, den ganzen Tag über zu wenig Kalorien zu sich genommen hat, weil er sich nicht traut, so zu essen, wie ich das empfehle, obwohl ich natürlich Studien auch in meinem Buch drin habe, dass man mit so niedriger Kaloriendichte in dem Essen überhaupt nicht zunehmen kann. Es geht nicht. Und ich habe auch immer wieder eine Kursteilnehmerin dabei, das Programm schon mehrfach gemacht hat, weil man darf es ja, kann es ja immer wiederholen, die auch immer wieder den Neuen erzählt. Und das ist so geil. Es ist scheißegal, selbst wenn ich viel zu viel esse, selbst wenn ich mich vollstopfe, ich nehme trotzdem ab. Und das ist genau das Tolle an diesem Programm. Also Esssüchtige essen gerne, Magersüchtige und Bulimiker haben gelernt, es sich zu verkneifen in der Regel. Und genau deswegen kommen dann bei Bulimikern zwischendurch Essanfälle. Und da weiß ich dann nicht weiter in gewisser Hinsicht, weil ich nicht weiß, was ich dann noch erzählen soll im Sinne von Vertrau dem Essen. Es muss einfach dem Essen vertraut werden und es muss reflektiert werden, was die Ursache dafür war, dass man dann gegessen hat. Ja, und so läuft es bei den Übergewichtigen hervorragend, wohingegen 2 Leute, die schon wegen Essstörungen in Behandlung waren, die sich angemeldet haben für den Kurs, auch schon rückfällig geworden sind, was ich so bisher noch nicht erlebt habe. Oder doch, doch, ich habe es schon erlebt, aber auch immer eher bei Leuten, die eher in Richtung Essstörung als statt Esssucht driften. Also es waren immer schlanke Leute. Den Übergewichtigen, die kommen da, die kommen da, die gleiten durch das Programm durch, völlig ohne Probleme, weil sie einfach endlich essen dürfen. Und das ist so, oh, da fällt so eine Last ab.
Naja, das ist das Coole daran. So, und das sind die Erfahrungen, die ich bisher mitgenommen habe von den Teilnehmern. Ich nehme an, letztes Mal war es nämlich so, dass es dieses Mal auch so sein wird, dass die mir um den 10. Tag herum dann erzählen, sie sind doch auf der Waage gewesen. Ich empfehle das halt nicht, weil ich will, dass die Therapie der Sucht im Mittelpunkt steht und nicht etwa das Abnehmen. Die Vera Tarman, die erste Ärztin war, die ein Buch geschrieben hat zum Thema Essen als Sucht, hat in ihrer Facebook-Gruppe irgendwann mal geschrieben, je mehr du dich aufs Abnehmen konzentrierst, desto schlimmer wird deine Esssucht. Und je mehr du dich auf die Therapie der Esssucht konzentrierst, desto leichter nimmst du ab. Nichtsdestotrotz ist mir natürlich auch klar, dass man die Ursache nur behandelt, weil einem das Symptom nicht gefällt. Sprich, die Esssucht ist die Ursache und das Symptom ist dann das Übergewicht. Aber nur Symptombekämpfung ist halt blöd. Ursachenbekämpfung ist geil. Deswegen habe ich Medizin studiert, wegen der Ursachenbekämpfung. Ja, und so werde ich wahrscheinlich dann nächste Woche mal wieder ein paar Resultate haben, was Abnahme angeht. Und was mich betrifft, in der Schwangerschaft, das ist raus aus der Lustfälle-Programm. Ich hatte mir ja überlegt, vielleicht wird das schwer, weil mein Körper dieses Volumen nicht kann. Das stimmt. Ich esse tatsächlich weniger Kalorien. Ich fühle mich aber nicht unterernährt. Eher fühle ich mich wohler, so als wenn ich, also das war ja, ne, so eine Schwangerschaft geht ja nun irgendwie 10 Monate. Nein, nicht 9, 10. Es gab Phasen, wo ich unter Stresseinfluss von neuen Job und Gesundheitsamt und Corona und so weiter und auch diese, also ich bin ja auch so 10% auch in diese Falle getappt, dass ich brauche ja mehr Kalorien, also darf ich, also habe ich einen Freifahrtschein und dann teilweise mehr Junkfood gegessen. Und damit fühlte ich mich tatsächlich wesentlich schlechter, obwohl ich zu mehr Kalorien gekommen bin. Ich habe jetzt auch explizit weniger Sodbrennen, obwohl natürlich das Kind immer größer wird und von unten drückt. Ein bisschen ist immer noch da, aber weniger beschwerlich. Ich schlafe wesentlich besser. Seit ich schwanger bin, schlafe ich verhältnismäßig unruhig, besonders in den Morgenstunden, dass ich dann wach werde, oder weil ich aufs Klo muss oder weil die Katze kotzt und dann merkt die Katze, dass ich wach bin und dann muss ich ihr Aufmerksamkeit schenken und solche Sachen. Also das Schlafen funktioniert definitiv besser ohne Kaffee, komplett ohne Kaffee. Und wollte natürlich den Kaffee sowieso raus haben für die Stillzeit, weil ich nicht möchte, dass irgendwie meine Muttermilch, also den Kaffee, den ich morgens getrunken habe, nachmittags das Kind abhält vom Schlafen oder so. Das soll nicht sein. Daher will ich in der Stillzeit auf Koffein verzichten. Ist der Plan. Jetzt geht's ja noch. Jetzt ist mir egal, ob sie schläft oder wach ist. Weil sie in meinem Bauch ist und ich mich nicht um sie kümmern brauche. Aber wenn sie dann auf der Welt ist, dann hat das Konsequenzen für mich, ob sie wach ist oder schläft und ich möchte, dass sie ausreichend Schlaf bekommt. Ja, also kann ich wärmstens empfehlen für Frauen, die in der Schwangerschaft auch die Kontrolle über ihr Essen verlieren, die zu ungesund sich ernähren, die zu viel zunehmen, die einen Gestationsdiabetes entwickeln. Das Raus aus der Lustfalle-Programm ist top und es geht auch in der Schwangerschaft und ich habe es ja mitgetrackt. Das könnt ihr auch noch in alten Videos sehen. Das sind die Folge, was ich an einem Tag esse, Folge 147 und 48 müssten es sein. Auch die Nährstoffversorgung ist mit dieser Ernährung tipptopp und optimal. Das ist sehr gut. So, und wer noch mehr wissen möchte über das Thema Essen als Sucht, es findet natürlich auch wieder mein Webinar statt, kurz vor Start des nächsten Durchlaufs des Raus aus der Lustfalle-Kurses. Und zwar am 5. August mein Esssucht-Webinar zum Thema Essen als Sucht. Hilfe, ich kann nicht aufhören, heißt es. Esssucht und emotionales Essen verstehen und überwinden. Das geht ungefähr 40 Minuten. Das ist ein Vortrag, den ich halte mit Folien und dem ganzen Drum und Dran. Noch in ein bisschen anderen Worten als in meinem Buch, ein bisschen anders strukturiert als in meinem Buch.
Ich finde immer, man kann Sachen in Vorträgen anders rüberbringen, als man es im Buch muss man irgendwie einen anderen Erzählfaden finden oder so als in einem Vortrag. Also da kann durchaus auch für Leute, die das Buch gelesen haben, nochmal was Neues zwischendurch mit drin sein. Oder wenn es jemand erklärt, ist es manchmal noch verständlicher und anschaulicher, als wenn man es nur irgendwo gelesen hat. Auch das. Also der ist kostenlos, findet statt am 5. August um 19 Uhr. Man kann sich anmelden unter www.silke-rosenbusch.de/esssucht. Ja, das soll es gewesen sein. Ich berichte nächste Woche über Woche 2 und sage ciao. Bis dann, eure Silke.